Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's mal wieder, euer Lukas hier auf dem Griesenkanal. Und in diesem Video spiele ich nochmal eine Runde Brawl Stars, da mein heutiges Brawl Stars Video bzw. mein Brawl Stars Livestream so gut angekommen ist. Ich hatte heute in dem Livestream so viele Zuschauer wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Und dafür möchte ich mich an der Stelle nochmal recht herzlich bei denjenigen, die heute in meinem Livestream mit dabei waren, bedanken. Und wie gesagt, ich wollte auch noch die Decks oder die Brawler von ein paar Freunden, die ich hier habe, bewerten. Hier, ich glaube, von ihm hier. Also das Profil bewerten oder die Brawler. Ja, das mache ich jetzt an dieser Stelle auch mal kurz. Also Shelly, mit der spiele ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Den Brawler hier, den kenne ich gar nicht. Cordelius, den kenne ich gar nicht. Den hier kenne ich auch nicht. Ah doch, Kit, den Namen, den habe ich schon mal gehört, aber mit dem spiele ich auch nicht. Colt ist eigentlich ein ganz guter, aber ich spiele auch selten mit ihm. Und dann haben wir Buster, den kenne ich auch nicht. Also Leute, wie ihr sehen könnt, ich kenne nicht alle Brawler und ich habe jetzt auch schon seit längerer Zeit kein Brawl Stars mehr gespielt. Aus dem Grund bin ich auch gar nicht auf dem neuesten Stand und ich muss mich erst wieder auf den neuesten Stand bringen. Dann Maisie oder Maisie, also ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Den Brawler kenne ich auch nicht. Dann Stu, den Namen habe ich zwar schon mal gehört, kenne ich aber auch nicht. Charlie kenne ich, das ist ein relativ guter Brawler eigentlich. Dann Rosa kenne ich auch, das ist eigentlich ein sehr guter Brawler. Halt, ja, ist nur Nahkampf, aber trotzdem. Dann Pearl kenne ich nicht. Dynamite kenne ich, das ist ein sehr guter Brawler. Vorausgesetzt, man hat ihn ziemlich hoch aufgelevelt. Leon ist auch ein sehr guter Brawler und auf Level 11 ist das auch echt gut, genau. Dann Gray ist gut, Mortis ist gut, Max ist gut, Grom kenne ich jetzt nicht, Fang kenne ich auch nicht. Colette ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Gus kenne ich nicht, Ruffs kenne ich auch nicht, Miko kenne ich nicht. Grow ist ein guter Brawler. Der ist für Nahkampf und Fernkampf gedacht. Ja, und auf Level 11 ist das echt ein guter Brawler. Und ich habe selbst auch Crow und spiele auch oft mit ihm. Dann Karl, mit dem spiele ich jetzt eher weniger. Mit Mac auch nicht. Bo auch. Lou und Buzz, mit denen spiele ich auch eher weniger. Dann Brock kenne ich, der ist eigentlich ganz gut. Ja, und dann haben wir noch Nani, Serge, Sandy, Bull, Edgar, Daryl, Piper, El Primo ist auch ein guter Brawler im Nahkampf. Ja, ich möchte jetzt hier gar nicht alle aufzählen, das sind ja doch schon einige. Was ich hier noch sagen will, Frank ist auch ein sehr guter Brawler. Ja, der ist für Fernkampf eher gedacht. Oder für Nah- und Fernkampf. Genau. Also im Großen und Ganzen ist das Deck oder die Brawler, die du hast, sind eigentlich sehr gut. Ja. Okay, dann wollen wir mal eine Runde spielen. Ich habe jetzt extra die Musik ausgemacht, weil ihr mich sonst nicht hören könnt. Ich werde aber in dem nächsten Livestream dann die Musik wieder starten. So, ihr Lieben. Ohne First takedown. Double takedown. Livestream nur halt in einem Video, wenn ich auch etwas. Was?
vielleicht zu schnell hergeht. Broad and Beauty. Und die Ulti von Cold ist wirklich sehr Double gut. Takedown! Double Takedown! Takedown! Double Takedown! Double Takedown! Sieht das hier für uns gut aus. 19. Okay, wir haben gewonnen. Wunderbar. Ich bin auf dem 4. Platz. Okay, da haben die anderen mehr Gas. Prime Time, Baby! Ich werde demnächst dann auch noch eine Kanalinfo hochladen auf diesem Kanal. Too pretty for pain! Sachen zu sagen. Auch was den Kiefenkanal betrifft. Genau, aber dazu mache ich dann noch ein extra Video. Ja, genau. Was ich hier noch sagen wollte, ich habe diesen Ballstars-Account schon seit mehreren Jahren. Also ich habe damit angefangen, damals 2019, glaube ich. Und ich sehe hier teilweise Leute, die spielen heute immer noch auf dem gleichen Account, wie zum Beispiel Erik, den kenne ich auch, zuletzt online vor 2 Tagen. Matteo Messi, den kenne ich, aber hier steht jetzt zuletzt online vor 146 Tagen. Das sagt mir dann doch schon, dass der wohl doch nicht mehr spielt. Entweder hat er keinen Zugriff mehr zu dem Account oder er spielt gar kein Ballstars mehr. Dann Maxine Finite. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er mal bei einer Google Play Karte oder bei einer iTunes Kartenverlosung mitgespielt. Vor 3 Stunden online. Das heißt also, er spielt noch Ballstars. Pookie kenne ich auch. Vor 1 Tag online. Hier kommen dann die Leute, mit denen ich jetzt vorhin gespielt habe im Livestream. Glumanda kenne ich auch sehr gut. Vor 11 Tagen online. Spielt anscheinend auch noch Ballstars. Genau, hier dann, die kenne ich jetzt nicht. Leon, vor 26 Tagen, den kenne ich auch. Der spielt es anscheinend auch noch ab und zu. Felix, Matthias, ja, das waren jetzt die Leute von vorhin im Stream. Ja, dann gibt es allerdings auch noch Leute, die spielen anscheinend kein Ballstars mehr. Die kenne ich allerdings noch von früher sehr gut, wie zum Beispiel DrabbitLPS-YouTube. Zuletzt online vor 263 Tagen. Ja, das sagt mir dann halt, dass er anscheinend kein Ballstars mehr spielt oder keinen Zugriff mehr hat auf den Account. Live, den kenne ich auch. Zuletzt online vor 721 Tagen. Naja, das spricht natürlich für sich. Der hat schon seit über 3 Jahren oder seit knapp 3 Jahren hat er keinen Ballstars mehr gespielt. Ja, und so geht es dann auch weiter. Gib mir Mac, den kenne ich auch. 303 Tage offline. Killerboy 2022. Naja, 2022, das stimmt auch mit der zuletzt Online-Anzahl an Tagen. Stimmt das überein. Vor 541 Tagen, das war 2021, genau. Ghost Lukas unterstrich YouTube. Jetzt wird's spannend. Das ist auch ein Account von mir. Den Ghost Lukas minus YouTube. Ich habe ein Supercell-Konto mit diesem Ballstars-Account. Allerdings habe ich, glaube ich, leider keinen Zugang mehr zu der E-Mail-Adresse für dieses Konto. Deswegen kann ich da leider nicht mehr drauf spielen. Zuletzt online vor 475 Tagen, das war vor über einem Jahr, habe ich da mal gespielt. Leider ist das jetzt nicht mehr möglich, außer ich bekomme irgendwann nochmal Zugang zu diesem Account, ja. Genau, und da gibt es noch viele weitere Accounts. Creator Skill, den kenne ich auch. 447 Tage offline.
Itachi kenne ich, 520 Tage offline und so weiter und so fort. Bei Drabbit LPS wollte ich jetzt noch was schauen. Den kenne ich ja noch von früher sehr gut. Spielt aber auch kein Brawl Stars mehr anscheinend. Das war ein sehr gutes Konto, ein sehr guter Account. Ja. Okay, Leute. Wie ihr jetzt sehen konntet, dieses Video war jetzt eher weniger ein Gameplay, sondern eher so eine kleine Erzählung. Oder ja, also ich habe jetzt ein paar Sachen und wichtige Infos zu Brawl Stars und zu meinen Freunden und grundsätzlich hier zu YouTube erzählt. Fakt ist auf jeden Fall, ich werde in den nächsten Tagen wieder mehr Brawl Stars, Livestreams und Videos hochladen. Und ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bei den ganzen Zuschauern, die ich heute na Nachmittag in meinem Livestream hatte, recht herzlich bedanken. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und für die Zeit, die wir zusammen hatten. So gut kam ein Livestream bei mir schon lange nicht mehr an und das sagt mir, ich muss mehr Brawl Stars machen. Genau, und wie gesagt, ich werde jetzt in den nächsten Tagen oder demnächst noch ein Video hochladen, also eine Kanalinfo. Und ja, werde dann noch ein paar wichtige Informationen zu diesem Kanal und zum Krisenkanal sagen. Ja, Leute, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Macht's gut, euer Lukas. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.